06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Ja, ich glaube schon, dass uns das getroffen hat. Die Mannschaft hat sich auch sehr geärgert über das Spiel, weil eben gerade es relativ einfach verloren wurde mit Standardsituationen, die uns leider das Spiel dann, das uns nicht gut getan hat, wo wir nicht gut verteidigt haben und deshalb wir das Spiel auch verloren haben. Die Mannschaft hat sich, glaube ich, geschüttelt und wir haben das analysiert, aufgearbeitet wie immer. Bleiben ganz ruhig, was das betrifft, und wollen natürlich dann morgen wieder mit einer guten Leistung 3 Punkte holen. Ja, sie spielen und haben 3 Siege in Folge, spielen sehr mutiges Pressing über das ganze Feld, viele 1-gegen-1-Situationen. Für uns muss klar sein, dass wir uns da gar nicht auf viele Dinge einlassen dürfen, sondern müssen einfach spielen, müssen versuchen dann natürlich mit guten Aktionen nach vorne, mutigem Spiel, gerade im 1-gegen-1 vorne dann uns auch durchsetzen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Andrew Wooten, mal gucken, was da jetzt noch passiert. Vielleicht können wir den schon mitnehmen, das wissen wir noch gar nicht. Ansonsten ist jetzt keiner mehr dazugekommen. Dennis Bindemann ist leider ausgefallen. Der hat sich einen Pferdekuss geholt am Mittwoch. Alex Langlitz ist fit, sodass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Und mit Dilda Atmaka dürfen wir zumindest ein neues Gesicht im Kader. Richtig, der ist das erste Mal im Kader dabei. Freuen wir uns auch. Und er freut sich, glaube ich, auch.